Philipp Zenklose, ihr seid der Trainer. Ja, hier oben hat es recht den Wind, es regnet noch ein bisschen. Ja, wie seht ihr die Verhältnisse hier oben? Also die Verhältnisse sind momentan eigentlich sehr schlecht. Zum jetzigen Zeitpunkt regnet es gerade ziemlich stark. Es sind eigentlich nicht gerade so ideale Verhältnisse, wie wir hier im Ski-Alpinismus eigentlich gerne haben. Wir haben am liebsten haben natürlich Schnee und alles. Man darf nicht vergessen, da sind wir glaube ich auf irgendwie 1700 Höhenmeter. Es ist relativ warm. Vielleicht haben wir gleich, dass es noch ein bisschen Schnee gibt oder dass es dann wenigstens von der Verschneien, dass wir dann nicht gerade flatschnassen sind bis zum Schluss. Ihr habt auch Kontakt mit Athleten. Wie nehmen die da so den Zustand momentan auf? Für die Athleten ist es eigentlich nicht so ein Problem. Die probieren sich möglichst lange warm zu behalten. Die haben das eigentlich vollends ausblenden. Also für die ist das Wetter, sage ich jetzt mal, nebenso. Das Schlimmste, was eigentlich kann sein, ist eher noch fast der Wind. Weil sobald wir die eigentlich gestartet sind, so, ob es jetzt regnet, ob es schneit, ob es windet, das blendet die komplett aus. Also. Jetzt, hier ist ja die Heim-WM. Merkt ihr, dass die Athleten ein bisschen nervöser sind als sonst? Ja, ich denke schon. Es macht schon. Es Athleten, wir zum Beispiel vorher gerade einen Bündner gehabt, der eigentlich bei den Junioren ganz ein klarer Favorit war. Der hat jetzt leider viel Pech gehabt, macht schlussendlich Fünften. Der ist, sage ich jetzt mal, am Druck ein bisschen gescheitert. Das ist klar. Ich meine, die Heim-WM muss relativ nach. Es hat bald jeder Fanclub da. Es macht die Anspannung schon ein bisschen grösser. Und dann gibt es sicher Athleten, die es besser vertragen, Athleten, die es schlechter vertragen. Kommen wir mal noch ein bisschen auf die Oberwalliser. Ja, wie sieht das bei den Herren aus? Zum Beispiel Manto Matamartin, Ivan Arnold oder aber auch mit Andreas Steindl. Wie schätzt ihr da die Chancen? Also bei Ivan gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Das ist aktueller Weltmeister. Der hat das Glück, dass er hier den Weltmeistertitel darf. Oder wir hoffen, er wird ihn noch verteidigen. Er geht eigentlich auch als grosser Favorit ins Rennen. Beim Martin ist es noch schwierig zu sagen. Er ist früher, oder er ist noch heute ein sehr guter Sprinter. Er war früher ein hochstarker Sprinter. Bei ihm, es ist ein bisschen Wundertüter, ob es jetzt gerade aufs Podest lenkt oder ob es in ein Finale lenkt, ist schwierig zu sagen. Aber er wird sicher ein gutes Resultat machen. Und der Andreas hat eigentlich auch schon gezeigt, dass er bei den Sprints kann, sogar aufs Podest laufen. Und wir werden sehen, was heute liefern können. Also ich sage jetzt mal, einer von den drei wird meiner Meinung nach sicher auf dem Podest stehen. Kommen wir nochmal auf die Damen gerade, die Deborah Chiarello und die Victoria Kreuzer. Die sind auch dabei. Wie sagen die Chancen von ihnen? Bei der Deborah ist noch schwierig zu sagen. Die kommt eigentlich jetzt gerade unserer Verletzung raus. Das ist sonst sehr eine starke Sprinterin. Das sehen wir. Wie sie sich wieder darauf vorbereiten können. Bei der Victoria, die weiss ich jetzt gerade. Ist eigentlich nicht ein Sprinter. Eigentlich ist sie Vertikalläuferin, die einfach am liebsten ein FIFA gerade abgeht. Besonders bis zum Oberstein wird ihre Chance glaube ich, am Mittwoch packen. Heute hat sie schon eher unsere Chance. Sie ist nicht gerade so die Technikerin. Und bei der Alexandra, die ist noch jung. Die wird, das ist jetzt ihre erste WM, die sie dabei ist. Die wird hier sicher ein Stück wieder müssen Lehrgeld zahlen. Wird aber sehr viele Erfahrungen können sammeln. Und dann werden wir sehen, was in zwei Jahren in der nächsten WM wird können machen. Wie hat der Medaillenchance allgemein gesetzt? Hat er das Ziel? Ja, wir haben schon das Ziel, das ist schon klar. Also heute haben wir das Ziel gesetzt. Das ist immer schwierig zu sagen. Wir Trainer haben ein anderes Ziel, als dass es die Athleten haben. Und wir reden jetzt mal von 4 bis 5 sogar Goldmedaillen. Also der Sprint heute, das ist eigentlich unsere stärkste Disziplin. Da sind wir wirklich die stärkste Nation. Wir sind technisch sehr stark. Und von daher gesehen hoffen wir schon. Also von den Medaillen her werden wir heute sicher am meisten Medaillen machen bei den anderen Rennen. Da sind die Italiener eher wieder ein bisschen stärker einzuschätzen. Aber es ist ein grosser Los. Der grosse Los ist in der Schweiz. Von daher gesehen, man kann nie wissen.